Bisschen lachen mit dem Bass, komm. Bisschen lachen. Bisschen lachen, komm. Diese Memes, Folge 114. Los geht's. Wenn das Auto nicht mehr anspringt. Bisschen tragen. Verkleid dich als Müllmann und kannst mit so vielen Leuten rausgehen, wie du willst. Bist nach Corona draußen chillen, Digga. Also tatsächlich sind meine drei Lieblings... Und wo bleibt mein Nasenspray? Wörter, ja. Quinch. Was? Quinch. Quinch, ne? Quinch? Quinch. Quinch. Bisschen für Memes sorgen, Digga. Bisschen extra Quinch falsch sagen, damit man in eine Meme-Folge kommt. Man kennt ihn. Man kennt den Mickey Boss. Quinch. Sagst du absichtlich so? Ja. Quinch. Heißt doch, ist so... Quinch. Quinch. Das ist Cringe, Bruder. Wenn man auf Kampf versucht, ein Meme zu werden. Das nennt man Cringe. Quinch. Alles gut? Alles gut. Ich wollte nur mal nachfragen. Und zwar hat deine Frau letzte Woche hat sie bei mir einen 10er gekauft und sie hat das noch nicht bezahlt. Und ich wollte fragen, ob du das vielleicht mal in die Wege leiten könntest mit der Zahlung. Ich hab deine Nummer, weißt du, ne? Nein, wirklich? Wird angezeigt. Also wenn du nächstes Mal so lustige Scherze machst, dann solltest du anonym anrufen, ja? Ach du meine Güte, das hab ich gar nicht gemerkt. Bitte mach bitte nix, Anis. Ja, wirst du sehen. Ciao, tschüss. Nein. Hey, er hat Bushido angerufen. Ich hab's jetzt erst gecheckt. Willst du es hören? Hier, er ruft Bushido an einfach. Was sagt er? Er sagt, deine Frau schuldet mir noch einen 10er oder so. Mhm. Er sagt, du hast mich mit Nummer angerufen. Er sagt, ach wirklich? Ne? Also ja, das wird angezeigt, mein Lieber. Er sagt, bitte nicht, Anis. Egal. Nein, bitte nicht. Ach, das musste nicht sein, Digga. Egal, was ihr von Bushido haltet. Na, lass die Menschen in Ruhe, Digga. Süße Jungsnamen. Oh nein. Abdelkader ibn Kharouf. Jafar Zetoun. Jamal al-Din al-Bahri. Bitte nicht, Digga. Barack Obama. bisschen Obama ist das, Digga. Politiker, wie sie uns verbieten, zum Friseur zu gehen, aber selber frische Seiten haben. Perfekt, perfekt, Digga. Was war das für eine Lache von Monte, Digga? Das hat mir gar nicht gefallen, wenn ich ehrlich bin. Nein, bitte nicht, Monte, hör auf, Bro. Oh nein. Heile Jumalat. Six. Darf ich einmal streicheln? Was ein Typ. Versuchen. Pass auf, Junge, der kriegt dich. Vorne. Ja, nicht mich. Ehrenlos, Bro. Ich dachte, er fesselt das Pferd und wird gekickt oder so. Er streicht den Polizisten, Digga. Tamna, was macht ein Polizist auf dem Pferd, Digga? Was passiert hier? Sind wir im Mittelalter? Wo sind wir hier? Wo sind wir hier, Bruder? Auch mal schreien. Auch mal auf dem Pferd chillen mit dem Riss. Nee, vorne? Da vorne darfst du, aber ich glaube, das hast du jetzt gerade nicht. 1, 2, 1. Schlaf in der Videokonferenz ein, mein Lehrer. 1, 2, 1. Kannst du mich hören? Test, hörst du mich? Bro, so eine geile Spongebob-Folge. Hallo Spongebob. Auf jeden Fall an die Leute, die es nicht wussten, Osam war der frühere Synchronsprecher von SpongeBob. Ey, das glauben die Leute immer noch nicht. Das glauben die Leute immer noch nicht. Beweisen, kurz beweisen. Ja klar, kannst gerne beweisen. Und die Geschichte heißt, der hässliche Blaubarsch. Es war einmal ein hässlicher Blaubarsch. Er war so hässlich, dass alle gestorben sind. Ende. Ja, gut, dann habt ihr jetzt eure Überzeugung. Dann machen wir weiter. Die Leute werden eh wieder haten, Bro. Die wollen es nicht glauben. Scheiß drauf, Digga. Wir machen weiter. Hallo SpongeBob. Ein Tipp für alle! Wenn ihr furzen müsst, ne? Wenn ihr furzen müsst. Und ihr könnt gerade nicht laut furzen, dann habe ich eine neue Taktik entwickelt. Ihr müsst einfach einen Stift auf den Boden werfen und dann einfach zeitgleich furzen, dann hört es keiner. Was denn? Hallo, schon mitlachen! Was denn? Oh. Bruder, er hat eine Weisheit entwickelt. Komm her, Digga. Boah, Digga, hab den Mein Gott, du wirst dich totlachen. Du wirst dich totlachen. Aber nicht so laut, die Nachbarn an uns. Oh. Oh. Oh.
Also wenn ihr furzen müsst, ne? Und ihr könnt gerade nicht laut furzen, dann habe ich eine neue Taktik entwickelt. Ihr müsst einfach einen Stift auf den Boden werfen und dann einfach zeitgleich furzen, dann hört das keiner. Das war der Furz aus der Satanshöhle, Digga. Boah, der war ehrenlos, Bro. Alle, der Furz war nicht so geplant. Er dachte sich ja nach Bochum, der muss durch den Land. Weiter geht's, Digga. Herr Spektor, was ist das für ein... Boah, das ist Ganja. Menge? Das kann ich doch nicht sagen. Das ist Ganja? Wie heißt das? Kennst du das? Oh, das ist Ganja! So muss man reagieren, wenn man abgeworfen wird. Oh nein, wer ist das? Korrekt, hör mir diese Oh nein, das ist Matt! Matt wird abgeworfen! Als ich seinen Fang geschmissen hab, ich küsse deine Augen, Bruder Herz, dankeschön! Er hat's gut geregelt, Digga. Er hat gesagt, dankeschön für die Fangflasche. Er küsst dein Herz. Für deine Augen, von. Aber ist unnötig, Bruder. Warum schmeißt man jemanden auf der Bühne ab? Wie respektlos ist das, Digga? Wirklich. Appetit. Oh nein! Komm her, schnell. Pack diese Folge, ist geil, Bro. Pack die Folge, laden wir hoch, einzelne Chat. Das wird unsere erste Meme-Folge sein, die wir hochladen werden. Hast du Ted geguckt? Ja. Es, du brauchst keinen Ton. Ey, Bro, die haben diesen Hafti richtig gut verwertet, Bruder. Walla. Eigentlich ist das Ding schon durch, aber dieses... Hafti hat Hemd dadurch bekommen nochmal, Walla. Guck's dir an, Digga. Hallo, Justin. Baby, baby, baby. Hallo, Justin. Das ist von da. Okay, kannst du wieder hinsetzen, Digga. Kannst du wieder hinsetzen. Perfekt. Perfekt. Oh, mein Sitzen. Oh, mein Tata. Es ist Bazaro, da geht eh niemand irgendwas kaufen. In meiner Nähe. Toni hin, ohne Eisdiele. Eisdielen in meiner Nähe. Ah, die sind in meiner! Kenn ich nicht, aber hört sich auch grauenhaft an. Bisschen angeben. Perfekt. Albanische Homeoffice. Bitte nicht, Digga. Ich bin nicht zu Hause, Mutter, deine Cousine sind zu Hause und spielen an deinem PC. Ja, man kennt ihn, Digga. Why? Wenn die Lehrer morgens 50 neue Aufgaben reingestellt haben. Oh wei, oh wei, oh wei. So oh viel. Wei, oh wei, wei. Perfekt, Digga, das ist Rudi. Wenn er seine Aufgaben nicht macht, weil er meine Videos schneiden muss. Liebe Grüße an Rudi an der Stelle. Digga, was ist das für eine gottlose Folge? Hat er gleich guten rausgekommen, Digga? Boah, was ist das, Digga? Ich mag das nicht, Digga. Weißt du, was das ist? Corona-Test? Nein, nein. Das ist, was du bei DM kriegst, wenn du Profil testest. Er furzt einfach drauf, Bro. Oh. Ich weiß nicht, so riecht mein Traum an. Ehrenlos, Walla, ehrenlos, Bro. Ehrenlos. Ehrenlos. Ein stylischer junger Mann. Boah, Digga, ich bin zu laut, die werden mich morgen. Erfolgreich bei Frauen ist, würde ich sagen. Boah, Digga. Looking inside the kangaroo's pouch. Also, kangaroo's Bauch, Digga. Guck mal, was da drin ist, Digga. Ich weiß, was da passiert. Harman, Baba, ne, der Charger. Ich seh's, komm. Inside the kangaroo's pouch. Was, Bruder? Leute, auf dem Truck, Alter. Boah, der hat mit meinen Eiern gezogen, komm wieder, Digga, boah. Oh, Digga, ich hab safe Krebs oder so, Bro. Wie kann man so husten, dass er in den Eiern zieht? Ich hab mich im Hoden Krebs oder so ein Scheiß. Warum hast du einen Scheiß? Digga, kann doch sein, Mann. Ja,
ekelhafter Muruk. Kusst du Muruk? Bisschen Kotzen mit dem Riss. Boah, Bruder. Oh, Digga, die Folge war witzig, Mann. Die hat mich zum Kotzen gebracht. Boah, Digga, hör auf, so mit so Dings im Mund zu reden, Digga, das ist Schleim und so, boah. Boah, Digga, Adam, kusst du Moruk vor Lachen, Wallah. Er kotzt einfach vor Lachen, Digga. Digga. Machen Paraya Salami. Wie man heutzutage Klassenfotos macht. Guck mal. Fototag. So, Spaghetti. Wer das Bier hier los? Oh nein, Digga, ist das cringe. Ja. Dankeschön. Okay. Mein Vater, nachdem er mein Zeugnis gesehen hat. Bitte nicht, Digga. Boah, nice. Tagebuch ist mega gut geschützt. Es öffnet sich nur durch deine Stimme. Radikale Islamisierung. Willkommen. Ja, guten Morgen. Wenn das Wochenende mal wieder eskaliert ist. Ihr Lieben, sorry, meine Stimme ist ein bisschen heißer. Vielen Dank nochmal für das Freibier. Perfekt. Du trinkst Capri-Sonne. Das wird daher... Es wird Erdnuss. Ich sehe es kommen, es wird Erdnuss. ...gestellt, wo ich wohne. Indien. Nein, Heidelberg. Ja, Erdnuss. Er hat gar nichts gemacht, Bro. Zoom auf seinen Kopf, Rudi. Indien, Alter. Wo kommst du jetzt? Aus welchem Land kommst du? Ja, ich komm schon aus Indien. Er hat seine Bildschirmhelligkeit so hoch, dass er sogar in Real Life geflasht wurde. Bitte nicht. Geil. Oh nein. Nein. Digga, es ist eine Furz-Meme-Folge, Digga. Es ist eine Furz-Meme-Folge. Mann, Digga, hier passieren Sachen, mit denen ich nicht rechne, Bro. Und ich kann eigentlich voll gut predikten, Digga. Ich sag sie, wie es ist. Mann, der war's aber nicht, Digga. Es gab zwei gute Furzer, der dritte, der war's nicht so. Oh nein. Oh nein. Mann, das ist ehrenlos. Über kleinwitzige Menschen machen wir uns auch nicht witzig, Digga. Ich bin auch klein. Oh nein. Digga. Oh nein. Ich mag die Zahnstocher in seinem Bart nicht, Digga. Oh, Bro, Digga, ich bin gestorben in dieser Folge, Wanda. Was klarer denkt, wenn man Sofortüberweisung macht? Lastschrift, sofort über Ratenkauf. Olam, jetzt Sofortüberweisung, aber deine Raten nicht zahlen können, gell? Super. Perfekt. Nein, fast. Bruder wurde. Digga, das ging mir viel zu schnell. Warte mal kurz. Jetzt Sofortüberweisung, aber deine Raten nicht zahlen können, gell? Super. Nein. Bruder wurde 1589 entdeckt, Leute im Jahr 1588. Nein, fast dich! Ey, was ist hier los, Mann? Ey, mach, dass du wegkommst! Du mobbst nicht den Sohn meines Vaters. Ich darf machen, was ich will. Perfekt, Digga. Perfekt. Du, Mama. Mama, wann machen eigentlich die Friseure wieder auf? Ich bin Papa. Perfekt. Das war der Allmann-Cringe. Ja, der darf nicht fehlen in diesen Videos, Digga, damit die Allmanns auch auf ihre Kosten kommen, Digga. Hast du Lust? Wenn ich nach Corona wieder das erste Mal nach Monaten versuche zu flirten. Mit mir vielleicht ein Ei zu essen? Bisschen Ei essen, Digga. Digga, ich hab vergessen, wie man mit Menschen generell redet. Scheiß mal auf Flirten. Oh nein. Ehrenlos. Oh. Oh, Bro. Boah, das hat mich böse erschrocken, Digga. Was sagen Ich nach 5 Minuten Homeschooling. Sagen Sie, wenn den kann ich nicht führen, weil ich kein Homeschooling mache. Aber egal, vielleicht fügt ihr den Shit. Wenn ich das hier mache. Wenn ich diesen Laptop zerstöre. Einfach so. Perfekt. Was passiert jetzt, Digga? Es soll nichts Ehrenloses kommen. Noch ist alles okay, Digga. Noch ist alles okay. Perfekt.
Thomas Hein aus Frankfurt am Main. Wer könnte das sein? Deine Mutter. Nein, der Gewinner. Und damit tschüss und bis morgen bei Tabs. Du darfst dann nicht mehr sagen. Sag's euch, wie es ist, Digga. Real zu dem Talk. Ich würde sehr gerne liken, aber ich kann meinen Account hier leider nicht anmelden. Das war die beste Meme-Folge, die ich bisher von diesen Memes gesehen habe. Wirklich, Real Talk. Unterhaltung, sein Vater mit Exi mit ganz großem Abstand. Zum ersten Mal, dass wir eine Meme-Folge hochladen. Wenn ihr wollt, dass wir auf weitere Memes reagieren sollen, dann gebt diesem Video einen Daumen hoch, Digga. Abonniert den Kanal. Abonniert diese Memes. Bitte mehr von dem Stuff.